Hallo und herzlich willkommen zu Pantoffelkino. Heute geht's zurück in die 80er Jahre, vor allem in die 80er würde ich sagen, denn das war ja die große Zeit der Videokassetten, der Videotheken, der VHS-Kassetten. Und unser heutiger Gast, der hat darüber einen Film gemacht oder es soll eine Serie werden. Das ist alles etwas kompliziert. Wir reden darüber gleich. André Rössler, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Hallo André. Ja, und Mario und Volker sind auch mit dabei. Die Generation der Videothekenkinder sozusagen. Ist versammelt, ne? Ja, ja, ist richtig. Genau, der Film, es war mal ein Film, hat den Titel demnächst auf VHS. Wir sehen da auch hier ein schönes Bild davon. Da habe ich schon irgendwie, ich weiß nicht, seit 2 Jahren, glaube ich, hat man davon gehört. Demnächst kommt dieser Film raus. Bis heute ist es nicht passiert. Hat ja das demnächst auch im Titel, ne? Genau, also genau. Demnächst irgendwie. Und jetzt machst du da eine Serie draus. Erzähl ein bisschen die Geschichte. Okay, es war erst so ein kleines, ich sag mal, Leidenschaftsprojekt. Ich habe 20 Jahre im Bereich Fernsehen gearbeitet, habe damit aufgehört. Und um wieder so ein bisschen den Spaß daran zu gewinnen, habe ich angefangen mit Super 8 zu filmen. Mhm. Und da habe ich so einen kleinen Kanal, wo ich Sachen in Super 8 gefilmt habe, wie zum Beispiel ein Musikvideo von Albert Hammond. Mhm. Ja, sowas habe ich da gefilmt. Und dann dachte ich mir, ach, da mache ich doch über meine Leidenschaft Video, mache ich auch 2 kleine Sachen. Da habe ich dann den Andreas Schmiedewski gefilmt, ein Super 8-Filmer. Ja. Bei dem waren wir schon mal zu Hause. Genau. Andreas hatte ich auch zum ersten Mal von deinem Projekt gehört. Und mit dem haben wir ja vor ein paar Jahren mittlerweile, haben wir ja besucht und haben wir ja die großen Super 8-Specials gemacht. Ja, genau. Heute ist quasi eine Art Fortsetzung davon, denn Video kam dann ja danach. Mhm. Genau. Dann war ich im Filmshop Kassel, habe auch einen kleinen Film draus gemacht. Das waren jeweils so 4 Minuten. Und als dann Corona anfing, da dachte ich mir, da kann man doch einen Film draus machen. Mhm. Aus der ganzen Nummer. Und das groß aufziehen. Denn das hatte ich nämlich früher schon mal überlegt, das zu machen. Noch zu Zeiten, als Videotheken quasi noch da sind. Habe es aber dann aufgrund des Aufwandes und so halt wirklich nicht mehr neben meinem normalen Job machen können. Ja, und dann habe ich dann halt diesen Film gemacht. Habe aber in der Zeit so viel Material gefilmt, dass das Material, dass der Film diesem Material, das ich habe, nicht gerecht geworden ist. Ja, und dann war ich echt nicht zufrieden. Das Feedback war super. Mhm. Der lief auch auf dem Lichter Filmfestival. Gab es einen großen Premiere. Ein paar Leute haben ihn gesehen. Genau. Ja. Den haben Leute, diese Version haben Leute gesehen. Mhm. Es war auch ausverkauft dann im Abend. Aber es war etwas, wo ich einfach nicht zufrieden war, weil ich halt wusste, was ich noch alles habe. Ja, also wie viele Stunden. Ich meine, ich habe 70 Terabyte Rohmaterial und die Leute, die habe ich ja alle so 1 bis 2 Stunden interviewt und dann halt so 90 Minuten draus machen. Mhm. Ja, und jetzt wird's halt eine Serie. Mhm. Aber ich bin auch relativ weit schon. Also von 8 Teile wird es werden. 6,5 ungefähr sind schon sehr weit im Schnitt. Mhm. Ich sage sehr weit, nur nicht fertig, weil halt Musik und Soundeffekte noch nicht drunter sind. Mhm. Aber das, ja, ich habe dich ein bisschen genervt, weil wir gerne vorher was gesehen hätten davon. Aber du hast gesagt, nee, tut mir leid, ich habe nur den Trailer bisher. Mhm. Ja. Aber wo das laufen wird, weißt du noch nicht? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe natürlich auf irgendeinen großen Streaming-Dienst oder so. Ich habe da auch ein paar Kontakte. Ich meine, man filmt ja dann auch, wenn du mit Peter Torwart drehst und mit Uwe Boll und so weiter, dann ergeben sich ja auch Sachen. Ja. Die werden sich das dann vielleicht mal anschauen, aber ob das dann wirklich dort endet, weiß ich nicht. Aber ich hoffe eigentlich darauf, dass es irgendwo vielleicht beim Streamer landet. Mhm. Ja. Weil das wäre auch der perfekte Platz für. Mhm. Ich sehe den Film nicht auf einer 5er-Box Blu-ray. Das ist ein viel. Ja, gut. Torwart hat ja gerade ein gutes Standing bei Netflix, glaube ich. Ne? Der das stimmt. Könnt ihr zumindest mal vorfühlen. Ja, genau. Genau, das sehen wir ja auch auf dem Bildschirm da. Du hast ja auch prominente Leute in deinem Film drin, die du dann interviewt und zu ihren Erfahrungen aus dieser Zeit befragt hast, vermutlich. Ne? Genau, mit Karl Dall fing quasi alles an. Das war dann der erste, den ich mir ausgesucht hatte, weil es da ja noch mehr in diese Richtung Super 8 ging. Mhm. Dann habe ich den halt angeschrieben. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Und dann dachte ich mir, da antwortet bestimmt das Management. Da habe ich ihn halt gefragt, ob er mitmachen möchte. Denn der Karl Dall war früher der erste und einzige Werbeträger einer Super 8-Kamera. Die nennt sich die Agfa Family, war eigentlich auch der Sargnagel von Super 8, wirklich, weil diese Firma, diese Kamera hat dann auch die Firma Agfa sozusagen in den Bankrott sozusagen getrieben, halt mit der Super 8 Abteilung. Hat sie nicht verkauft oder was? Nein. Ach so. Nein, war absolut, das war eine Kamera, so eine Rund, und die konnte filmen und man konnte Fotos machen. Mhm. Und immer, wenn man dann halt ein Foto machte, das war auf dieser Super 8 Rolle mit drauf, dann gab es so einen kleinen Tischprojektor. Dann hielt dieses Bild an, ja.
Und dann hast du halt so einen unpraktischen Tischprojektor gehabt und so weiter. Und da erzählt der Karl Dallert auch sehr lustige Stories drüber. Aber er hat dann erstmal geantwortet und hat gesagt, ich mache nicht mit. Wenn man heute mit Super 8 drehen würde, da würde man erstmal auf die Fresse kriegen, wörtlich, ja, mit diesem Ding und so laut und alles. Und er hat das aber irgendwie lustig formuliert und dann dachte ich mir, ach, da ist vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mhm. Und dann habe ich dann genau so drauf geantwortet, ja, Karl, ich habe noch nicht auf die Fresse bekommen, also wörtlich, ja. Mhm. Und das fand er dann irgendwie so gut und dann hat er dann gesagt, hier ist meine Handynummer, WhatsApp, ich bin dabei. Und so war es dann auch. Das war großartig. Ganz toller Typ. Und das war kurz vor seinem Tod sogar, ne? Hast du genau erzählt schon, ja. Genau, 3 Monate vor seinem Tod habe ich ihn dann getroffen bei sich zu Hause hier in Hamburg und war super. Mhm. Ja, nicht schlecht. Also ist das jetzt diese ganze Serie, die es dann wird, ist das so eine Art Schwelgen in Erinnerung? Oder gehst du auch auf technische Dinge ein, auf die Geschichte von VHS? Also was bekommt man denn da alles zu sehen? Das sind ja zig Stunden Material, die man denn gucken soll. Oder ist es einfach immer nur, ach, was war das damals für Zeiten und weißt du noch? Oder? Nein, also man kommt wirklich alles zu sehen. Von den ersten Videotheken, von dem Formatkrieg, VHS, stimmt, Video 2000 Beta, was hat sich durchgesetzt. Davor VCR, da gab es ja so große, klobige Kassetten, die man dann in so einem Akt einfädeln musste in den Videorekorder. Ja. Es geht um dann quasi das Aufkommen der Ketten, die Videothekenmafia, der böse Vorhang, wie man sich halt Filme ausgeliehen hat, die man eigentlich noch nicht sehen durfte und so weiter. Also es ist wirklich, ich wüsste jetzt kein Thema, was dort nicht drin ist in der Doku. Ja, was sind denn so die ersten Erfahrungen bei euch? Also wir haben 1983 unseren ersten Videorekorder gehabt, einen Sharp, das weiß ich noch. Mein Vater hat ihn damals gekauft. Mhm. Und dann haben wir aus dem Fernsehen Filme aufgenommen. Einer der ersten Filme war Liebesgrüße aus Moskau tatsächlich. Also Fernsehen, das erste Mal im Fernsehen damals, James Bond. Und Achterbahn lief irgendwann mal, ZDF-Wunschfilm, den haben wir aufgenommen. Das war auf einer Kassette. Das waren die haben wir natürlich den 100-mal durchgenudelt, diese Kassetten. Man kannte die in- und auswendig. Das waren so die, man hatte ja nix. Mhm. Ne? Man hat immer dieselben Kassetten geguckt. Bei uns war das zumindest so. Mhm. Oder was sind eure ersten Erinnerungen? Ich habe noch schon ein bisschen früher angefangen. Die Geschichte ist ja auch bekannt. Ich hatte ja eben schon so mit 12, 13 Jahren mit einem Schulfreund zusammen eben mit den Super 8-Projektoren angefangen. Wo das damals ja die einzige Möglichkeit war, Kino zu Hause zu haben, zumindest in diesen Kurzfassungen dann halt. Ne? Also er hatte dann die 20 Minuten Superman und ich hatte die 30 Minuten Krieg der Sterne. Und das haben wir natürlich auch alles zigmal gesehen. Ja. Das haben wir so 2, 3 Jahre lang gemacht. Aber langsam war schon klar, jetzt kommt Video, ne? Jetzt kommen die Videotheken. Zumal die Super 8-Filme ja auch unglaublich teuer waren, gerade für uns Schüler. Wir haben immer nur gebraucht in Fotoläden gekauft. Neu war gar nicht dran zu denken. Ne? Und auch Stummfilme und all sowas. Ne? Aber dann war natürlich klar, wenn jetzt die Videorekorder kommen, wo man ganze Filme einfach aus dem Fernsehen aufnehmen kann, dann möchte ich das möglichst schnell haben. Aber die haben ja damals auch 1.000-2.000 D-Mark gekostet. Also eigentlich fing es sogar bei 1.500 an in der Zeit. Also ich rede jetzt so von 81, 82. Ach, die Kassetten waren teuer. Aber ich hatte ein konkretes Ziel vor Augen, denn ich wurde ja dann 82 konfirmiert. Und das führt ja dazu, dass alle Nachbarn und Verwandten dir Geld schicken. Bei mir war es 86, genau. Und davon sofort, also 2 Tage nach der Konfirmation, habe ich mir meinen Videorekorder gekauft für, glaube ich, 1.400 D-Mark. Weil ich das Geld dann zusammen hatte. Das war ein Fischer und das war Beta. Weil Beta war noch ein Stück günstiger als VHS damals. Die VHS fing alle erst so bei 2000 an und die Video 2000 auch. Also ich hatte dann Beta, obwohl ich schon wusste, dass das nicht optimal ist, weil es in den Videotheken eben nicht alle Filme auf Beta gab, sondern einige nur auf VHS. Das war da schon, es deutete sich schon an, dass das führende System ist. Ne? Und das habe ich ja auch in dem Trailer bei dir gesehen, dass es dann das auch ist mit diesen 3 Haken, die in der Videothek hängen, mit verschiedenen Farben und die dir zeigen, ob in welchem System der Film da ist. Mhm. Genau, früher gab es noch diese Karten, da gab es so ein Kartensystem, Rally-Kartensystem. Und einige haben in die Cover hier haben sie hier vorne so eine Folie gehabt und da die Karten eingesteckt. Mhm. Aber ich kenne das auch, dass diese Schilder an so einem Haken hingen. Mhm. Genau, das gab es dann später, diese Haken, und das war immer heiß begehrt, also eigentlich Horror. Man wollte am Wochenende einen Film sehen und genau den du sehen wolltest, da war der Haken nicht da. Das war wirklich Horror. Und dann, was auch immer so war, wenn dann der Videothekar mit den zurückgebrachten Schlüsseln rumging und die wieder aufgehängt hat,
dann ist hinter dem wie so eine Horde Zombies immer so eine Traube von Leuten her. Ja, definitiv. Und das war dann wirklich der Horror. Und dann immer einer, wenn er den Film dann hatte, aber ich hab ihn. Heißt ja, dass er einige Filme überhaupt wirklich nur einmal hatte. Ne? Weil ich meine, die Bestseller müsste er ja eigentlich 10-mal da gehabt haben, sodass der Haken eigentlich meistens einer hängen sollte oder so. Also. Die waren aber auch meistens so, gerade die Bestseller waren unglaublich teuer. Und deswegen war es oft so, dass eher die günstigeren Filme teilweise öfters auch da waren. So Escort-Filme. Es gab zum Beispiel bei uns den Film Stahljustiz. Der war 30 Mal da. Den kennt heute kein Mensch mehr da. Ja. Und dann so Filme wie Fright Night oder so einmal. Ja. Und bis man den dann bekommen hat, hat Wochen gedauert. Ja. Ich weiß noch, Stirb langsam damals wollten wir alle sehen. Und war immer ausgeliehen aus der Videotheke. Als ihr angefangen habt, war da schon alles auf VHS? Ja. Oder war noch dieser Kampf der Systeme sozusagen? Nee. Weil der große Frust war ja auch, dass ich gesehen habe, ein neuer Film ist da und es hängt nur der rote Button. Es gibt nur einen Haken für VHS. Nach dem Motto, in Beta hat er ihn gar nicht da. Also unsere Videothek hatte nur VHS, kann ich mich erinnern. Da hat man aber auch einfach die Kassetten in die Hand genommen. Also da war gar nichts mit Anhängern oder so. Man nahm die Kassette und da hat man die Stapel Kassetten am Counter abgegeben. Und der hat dann die Kassetten da reingesetzt. Nee, die leeren Hüllen. Nur Kärtchen oder diese Anhänger. Und das war noch die Zeit, wo du halt immer gucken musstest, drei verschiedene Varianten, in welchem System ist er da? Wo du gerade diese Video 2000-Kassette hattest, wir hatten damals Video 2000. Und da warst du wirklich geächtet, wenn du das hattest. Denn wirklich jeder Film, den man sehen wollte, den gab es darauf nicht. Mhm. Denn die waren unglaublich teuer. Und ich würde schon sagen, dass es eher anspruchsvollere Filme gab, auf Video 2000 auch. Die sieht auch ein bisschen anders aus als eine VHS-Kassette. Mhm. Das ist ja, damals kam ja Grundig, also mit diesem System. Und das war ja das deutsche System. Eigentlich waren ja alle ganz stolz darauf, weil es auch technisch eigentlich immer hieß, es sei den anderen überlegen. Und das war die deutsche Marke und hat sich aber eben trotzdem nicht durchgesetzt. Das konnte von beiden Seiten das Band bespielt werden. Genau, du konntest ja auch Video 2000 drehen. Die Leerkassetten waren zweimal 4 Stunden. Also wie eine Musikkassette. Zwei Seiten. Eigentlich noch ein Vorteil. Ja. Nicht schlecht. Und Beta hieß, es hätte die bessere Bildqualität. Das war von Sony, war ja auch eine japanische Firma. Und VHS kam ja von JVC. Und es heißt ja oftmals, also einige sagen, es lag letztendlich daran, wo es die meisten Pornos gab, welches System sich durchgesetzt hat. Aber einfach, so wie ich es damals mitbekommen habe, war JVC einfach eine Firma, die ihre Lizenz für das VHS-System sehr großzügig verteilt hat an andere Firmen, die dann Rekorder davon herstellen konnten, sodass viele VHS produziert haben. Während Sony, Beta gab es nur von Sony, fast nur, wie gesagt, meiner war Fischer, und Video 2000 gab es fast nur von Grundig. Mhm. Und weil die ihre Lizenzen so großzügig verteilt haben, hat sich deren System auch besser durchgesetzt. Du hast ja recherchiert für deine Doku, wirst du es ja wahrscheinlich wissen. Erzähl. Ja, es ist definitiv so, wie er es gesagt hat, es war das günstigste, auch in der Herstellung wohl. Mhm. Ja. Und aus dem Grund hat es sich dann durchgesetzt. Also es ist nicht das qualitativ Beste. Genau, nein, es war eigentlich das qualitativ Schlechteste, muss man ehrlich sagen. Weil Beta hat es ja sogar noch ins Fernsehen geschafft, denn die ersten, als ich angefangen habe, beim Tochterfirma von ZDF zu arbeiten, hatten wir auch noch Beta SP. Ist ja quasi eine Art von der Beta-Kassette. Die hatte quasi die beste Qualität, würde ich sagen. Video 2000 dann die zweitbeste und VHS mit ganzem Abstand wirklich am schlechtesten eigentlich. Ich liebte auch meinen Beta-Rekorder damals. Ja. Aber es war halt, dann hat 4-5 Jahre gedauert, dann musste ich auch auf VHS umsteigen, weil es keinen Zweck mehr hatte. Ne? Und natürlich vieles neu holen. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.